jetzt bloß nichts auslösen mit den beiden. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Okay, wir haben zu viele Leute, die keine Deckung haben gerade. Lass diese Runde einfach abwarten, nächste Runde Deckung suchen und nachladen und dann können wir langsam irgendwo anders hingehen. Hier muss man nach da. Ja, okay. Es sind gute Positionen für später, aber ich. Ja, so, aber jetzt keiner weiter vor als er. Du musst. Du hast auch keine Sprungbeine. Wir brauchen wesentlich mehr Genmodifikationen. Ich hatte ja vor einer Weile neue Herzenauter gegeben. Wenn die durch sind, sollten wir mal gucken, dass zumindest die Souls Sprungbeine bekommen. I'm ready. Voy. Adelante. We're green to go. Ja, du auch erstmal da runter. Let's drop. Back in. So, sollten jetzt alle durchgeladen sein. Grüß. Okay. Das ist vollkommen andere Richtung. Und da haben wir nicht wirklich viel Deckung, ne? Ja, Deckung ist nach oben ausgerichtet, nicht nach da. Das heißt so rum. Und wir müssten. Bewegung. Okay, du hast noch nicht nachgeladen. So, wer sollte vorne stehen? Rocketeer sollte einigermaßen vorne stehen. Da so. Roger, Roger. Um in die Richtung halten zu können mit der Rakete. The Souls können ruhig weiter hinten bleiben. Medics können weiter hinten bleiben. Grenadiere hätte ich schon ganz gerne vorne. Ja, also relativ weit vorne, um Deckung wegzusprengen. Ganz mit zu ihm. Dahin und Chef. Boah, es geht erstmal da und nachher eventuell zu dem Baum da hinten. Wobei dann hier was ausgelöst werden könnte. Wir sollten also vorher scannen. Und ja, ich bin gerade etwas paranoid, was Fehlermache angeht, wegen dem Debakel vorher. That's affirmative. No. Okay. Kitaba. Nee, nicht die letzte Ladung gebrauchen. Wobei, doch, dann können sie hier vorrücken. Hier rechts von uns scheint nicht zu sein, jedenfalls nicht direkt rechts von uns. Das heißt, du kannst dir den Baum schnappen. Steadyn. Are you sure it's safe? Halbwegs. Hold on, I'm not a weapons expert. Rolling out. Ja, einfach an die Wand ist auch eine gute Idee. Da sollten sie nichts aufdecken können, weil die Wand direkt davor ist und sie nicht hochgucken können. Und die Grenadiere können dann da rüber werfen. Ja, dich da. Hey, da ist doch schon die Ecke, oder? Also unser Startpunkt ist hier direkt hier vorne in unserer Landezone. Die ist normalerweise an einer Wand. Ja, hier ist Ende. Das war nordwestlich von hier aus gesehen. Also da in der Ecke. Guck mal. Position confirmed. Let's do this. Man sollte einfach welche hochschicken. Wir kommen da nicht hoch. Okay, Ball. Darauf. Empfange Signal vom Gefäßscanner. Okay, ungünstig geworfen. Ist direkt auf der Brücke gelandet. Das heißt,
unter der Brücke könnten die sein. Wenn es da überhaupt runter geht. Oh ja, sieht so aus. Unschönes Gelände. Ja, ihr könnt jetzt dahin vor. Dann haben wir eine Gruppe, die hier rumgeht, die andere Gruppe, die da rumgeht. Ist doch immer eine gute Idee, sich aufzuteilen. Hm? Ist ja nicht so, dass wir doppelt so viele feindliche Truppen aufdecken können. So, jetzt bitte in den Einflussbereich von dem Battlescanner stolpern. Nö. Hier ist eine Exodeckung. Position confirmed. Kein Kontakt. I'm on the move. Ach, da ganz oben. Okay, jetzt haben wir sehr viel Vorlauf. Ja, okay, aber hier oben wissen wir nicht, ob da noch was ist. Dann lauf doch mal einfach doch alle in einer Gruppe. Da will ich nichts riskieren. Zurück. Und hier mit so einem Medic, wenn ihr schnell genug sein könnt. Braucht auch keine Deckung, da ist kein Gegner gerade. Was ist ein zweiter Trupp? Dramatischer Blitzeinschlag. Aha. Ey, die Mission vergeige ich nicht. Nee. Das am Anfang war einfach nur törichtes Verhalten. Jetzt bin ich vorsichtig, jetzt haut das alles hin. Alle go. Und mit dem schweren Raketenwerfer. So, wer hängt noch hinterher? Du kannst den Baum und Rocket hier bräuchte eigentlich auch eine gute Position. Ja, so. Jetzt schicken wir den Scout wieder vor und versuchen einen der beiden Trupps aufzudecken. Nicht wieder zwei Killer-Trupps, die uns den Sarg stückeln. Wobei das nicht an der Anzahl der Gegner lag, das lag in der Positionierung. Die waren wirklich um uns rum und konnten zu gut flankieren. So, gehen wir vor. Okay, der ist hier. Das ist nicht gut. Also ziemlich das Schlechteste, was passieren konnte. Weil der Serial kann jetzt von da hinten einen von uns übernehmen. Aber nur auf Sicht, ne? Das heißt, du gehst mal schön zurück. Du machst hier ein Feld. Nächste Runde kann sie das Totenfeld machen. Steady. So, jetzt kommen die hoffentlich. Und der Serial kann nur übernehmen, wenn einer von denen in der Nähe ist, ihn mit Squads zeitern, denke ich mal. Das ist auch dämlich. Das ist besser. Okay,
fokussieren uns jetzt definitiv so an unseren Overwatch. Das heißt, der Serial könnte jetzt eventuell irgendwas machen. Was ich gerne verhindern würde, weil wir haben nicht so wirklich viele Counter-Methoden drin gerade. Wir können unsere Einheit, wenn sie übernommen wird, suppressen, ja, aber dann kann sie sich immer noch bewegen und wir schießen dann auf sie. Das heißt, die eine kriegt Schaden und dann schießt die auf uns und kriegen wir nochmal Schaden und dann ist das Luft. Das Alien-Shot wäre super, habe ich aber nicht und das dann genau nicht. Und wir können auch nicht den Serial ausschalten, weil der ist irgendwo ganz hinten. Und wenn wir da hinlaufen, drücken wir den nächsten Trupp auf aktiv und dann greifen wir uns auch noch an. Das heißt, wir müssen einfach sehr schnell die Einheiten hier töten. Das heißt, zuallererst ein Tag. Und wir kriegen die alle drei tot. Auf keinen Fall. Immer noch nur für Panik. Aber es erhöht deren Willensstärke. Also werden sie vielleicht nicht übernommen. Hier sind es 5 Einheiten. Auf. Oh, warte, war ganz knapp 6. So. Also durch die erhöhte Willensstärke schaffe ich es hoffentlich, dem Übernehmen zu widerstehen. Der Rest killt jetzt. Ja, keine Rakete, das lohnt sich bei denen nicht. Hast du dieses Zurückschießding? Nö. Ja, dich nutze ich eventuell noch zum Ranstürmen. Und dich könntest du suppressen ohne das. Ja, besser. Könnte doch noch was werden. Ach warte, der Scout ist jetzt... Ich habe den Scout getaggt, anstatt erstmal die Overwatch auszulösen und dann zu taggen. Das heißt, unsere Souls können nicht einfach so vorstürmen. Na gut, hoffen wir mal, dass der Willensboost reicht, damit keiner von uns übernommen wird. Fast. Komm, Wolfram. 42%. Go, go. Ja, nur noch sie ist über. Könnte jetzt hin dashen. Aber nö. Er wird schon nicht genau jetzt das machen, auf genau die Einheiten, die keinen Willensboost haben. Okay, und schon hat der Serial keine Augen mehr. Da muss ich selber kommen. Und den können wir schießen. Außer sie zurück zum zweiten Trupp. Dritten Trupp. Ist der gerade gehüpft? Nice. Weiter, dann löst du noch mehr aus. Ja, haben wir nicht kaputt gemacht? Das sich bewegen oder so. Ja, ich glaube, da ist was buggy. Ne, Escape geht nicht. Ja, dann werde ich wohl den Autosave laden müssen. Anscheinend mag der Theory das nicht, wenn man ihn sieht, wie er hüpft. Also, bis gleich, hoffentlich.